So, hi Männer. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt das Bankdrückvideo erwartet. Aber da müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Ich habe im Moment leider keinen Trainingspartner, der mit mir das zusammen durchzieht. Und ich wollte jetzt vorher sowieso noch ein Video machen, wo ich noch ein paar Sachen klären möchte. So ein paar, ja, ich sag mal auch zu dem Bankdrückvideo so ein paar Vorbereitungen. Und einfach ein paar Dinge, die ich loswerden will. Ne? Da habe ich mir zum einen aufgeschrieben, ich habe das heute wieder erlebt. Ne? Da versuchen welche Bank zu drücken oder unterhalten sich mit mir. Und dann sagen die, ja, ich schaffe das 10 Mal und ja, da kommt aber nichts und so. Und ich sage immer wieder, wenn ihr euch maximal verbessern wollt, dann müsst ihr auch mit maximalen Gewichten trainieren. So, ihr könnt nicht ankommen, keine Ahnung, 20 mal 100, 80 mal 30 mal 80 oder 10 mal was weiß ich drücken und dann denken, ihr schafft dann im Maximalbereich, also Wiederholung, wo es wirklich um einmal geht, dann auf einmal mehr. Das funktioniert nicht. Ne? Da könnt ihr auch nicht sagen, das ist jetzt Ausdauertraining. Das hat noch nicht mal was mit Ausdauer zu tun. Das ist scheiße, ist das. Das bringt gar nichts. Das macht euch euer Training kaputt. Es ist nichts. Es bringt nichts. Im Maximalbereich, da ist so viel zu holen. Ich habe mal hier eine Grafik für euch. Guckt euch die mal an. Ihr könnt ja mal auf Stopp machen und anhand dieser Grafik, ne, findet ihr überall im Internet, da könnt ihr sehen, es hängt alles wirklich von der Maximalkraft ab. Ne? Ob es die Schnellkraft ist, ob es die Kraftausdauer ist, die Reaktivkraft, ne? Könnt ihr euch alles mal durchlesen, es liegt alles, hängt von der Maximalkraft ab. Ne? Also, ne, so stärker ihr seid, umso besser seid ihr in den einzelnen Bereichen. Ne? Also da, wie gesagt, da nutzt es nichts, wenn ihr Fitnesssport macht zum Beispiel, dann könnt ihr hier 10 mal machen, ne? Dann macht ihr 12 Wiederholungen, 15 Wiederholungen so, aber wenn ihr wirklich auf Kraft gehen wollt, dann sind diese Wiederholungszahlen völlig fehl am Platz, also das bringt euch gar nichts. Ne? So, dann, was hatten wir noch? Ja, ihr seht das ja selber im Fitnessstudio. Ne? Ich hab mich heute wieder ein bisschen aufgeregt. Ich habe wieder Leute gesehen, die haben dann, keine Ahnung, als sie am Bankdrücken gemacht, sind wieder nur bis zur Hälfte runtergegangen. Ne, Hauptsache hier 20 Kilo, 30 Kilo mehr draufgepackt, aber dann nur halbe Dinger. Und dann auch noch hier im 90-Grad-Winkel, ne, schön Schulter kaputt machen. Ne? Und da die im 90-Grad-Winkel sind, dürfen die natürlich nur bis hier runtergehen. Sonst verletzen sie sich ja. Ne? Hat natürlich der ganze Trainerstab gepredigt, ne? Klar. Das hat aber mit normalem Bankdrücken hat das wirklich nichts zu tun. Ne? Das muss ich dazu sagen. Ich wollte eigentlich wieder nichts dazu sagen, aber sage es natürlich trotzdem wieder. Ich habe mir auch das Video wieder vom großen Widersacher angeschaut und da ist ja immer noch dieses Sex-Video, was ich mal drin hatte und das ich leider rausnehmen musste. Ich habe es nicht rausgenommen, weil derjenige es gesagt hat. Ich habe es rausgenommen, weil es meiner YouTube-Partnerschaft im Wege stand und deshalb habe ich das einfach gemacht. Ne? Das hat nichts mit dem ganzen anderen Kram zu tun. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung und sage es nochmal hier öffentlich. Sex vor dem Wettkampf oder Sex vor einer großen Leistung wirkt sich nicht negativ auf diese Leistung aus. Wenn es wirklich eine Wirkung hat, dann eher im positiven Sinne als im negativen. Es sei denn, man lässt das Ganze zu einem Sex-Marathon auswirken oder man verausgabt sich 2-3 Stunden lang. Aber das ist ja völliger Quatsch. Dann könnte ich ja auch sagen, ja vor dem Marathon, einen Tag vorher laufe ich nochmal schnell 10 Kilometer ganz in Top-Speed-Zeit. Der ist ja genauso Bullshit.
Also, wie gesagt, Sex vor dem Wettkampf nicht schädlich. Ne? Die ganzen Beispiele, die du hier ansprichst, das sind alles von Boxern, ne? Und die haben sich alle an den Herrn Tyson gerichtet, weil der einfach nicht damit klarkam. Und für den wurde es langsam auch so eine Art Aberglaube. Ne? Und wenn man fest an etwas glaubt, dann passiert das natürlich auch. Ne? Das ist genauso wie zum Beispiel, es gibt ein gewisses Studio, da bin ich ganz schwach. Da bringe ich keine Leistung. So, und wenn ich 2 Tage später in einem anderen Studio trainiere, mit den gleichen Gewichten, mit der gleichen Voraussetzung, schaffe ich auf einmal, keine Ahnung, 5 Kilo mehr, 10 Kilo mehr. So, und das ist auch tief jetzt im Kopf drin. Ne? Ich glaube jetzt daran, scheiße, da trainiere ich gar nicht mehr. Ne? Weil ich von vornherein denke, da bin ich schlecht. Ne? Und ja, auch mit, was du wieder sagst, mit diesen Leistungssprüngen und so. Ich werde jetzt diese Bankdrückvideos machen, wirklich diese. Ich habe mir überlegt, ich mache direkt zwei. Ne? Eins wirklich für Anfänger, ne? Dass sie sich wirklich strikt an eine Regel halten können. Und dann mache ich nochmal eins für wirklich von den Hardcore, für die Hardcore-Bankdrücker von euch oder für die wirklich schon jahrelang trainieren und wirklich was vertragen können. Da kommt eine Variante, wie man sich steigern kann. Das kann wirklich, das kann eine Explosionssteigerung sein. Also macht euch da auf was gefasst. Es ist ein hartes Training. Euch wird das total komisch vorkommen. Ne? Viele von euch würden sagen, ne? Was macht der da für eine Scheiße? Aber es hat wirklich Hand und Fuß. Also bei mir hat es geholfen. Ne, dem Walter, dem hat's, oder dem hilft es auch. Ne? Wir haben so ein bisschen so ein paar Sachen so Mischmasch zusammen gemacht und da ist ein ganz, ganz gutes oder eine gute Variante des Steigerungsbankdrückens oder wie sich das Ganze nennt, ist da entstanden. Ne? Also da kann man echt sich einiges von abgucken. Ne? Ob das jetzt für jeden das wirklich Wahre ist oder ob er mit zurechtkommt, das müsst ihr dann selber wissen. Ne? Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich, ich weiß noch nicht ganz, welche Variante ich zuerst präsentieren werde. Das hängt ganz davon ab, wann ich wieder mit wem trainiere. Weil alleine kann ich das einfach nicht machen. Da kann ich euch auch nicht diese 100, wir gehen ja über 100%, ne? Das ist ja auch das Ziel. Ne? Wenn ich mich wirklich steigern will, dann muss ich nicht an den 100% kratzen, also meine Maximalleistung. Ich muss darüber hinausgehen. Ne? Ich muss immer einen Schritt weiter gehen, damit ich den Schritt zurück, also diese 100% auch leicht hochkriege. Ne? Und da werde ich auf jeden Fall eine Soft-Variante, ne, die nicht ohne ist, ne, die auch, die, ich sag mal, viele Kraft-3-Kämpfer oder weiß ich nicht was, Sportler oder Hobbypumper oder was auch immer, die trainieren wirklich nach so einem Muster. Da ist ja auch nichts verkehrt dran. Aber irgendwann, wenn man wirklich an, ich sag mal, an seiner Grenze angekommen ist, dann versucht man natürlich was Eigenes zu erfinden und sich individuell dann irgendwas zurecht zu schmieden, dass man halt weiterkommt. Ne? Und ich glaube, ich bin auf dem besten Wege, wirklich da hochzukommen. Ne? Und ich halte auch an meinen 200 Kilo fest, auch wenn sich manche darüber kaputt lachen. Das ist mir, in dem Sinne ist mir das scheißegal, weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich bisher gemacht habe. Ja? Ich trainiere auch seit über 15 Jahren, also das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe auch diese Erfahrung, dass ich mir selber keine Märchen erzählen muss. Ne? Das ist immer noch realistisch. Und ich habe vor 2 Wochen habe ich einen Versuch mit 180 Kilo gemacht. Ich bin gescheitert, klar. Aber dieser Versuch, dieser kurze Moment, es könnte doch eventuell gehen. Ne? Das hat mir natürlich wieder einen riesen, riesen, riesen Motivationsschub gegeben und ich werde auf jeden Fall, keine Ahnung, das Unmögliche möglich machen und irgendwann eines Tages diese 200 Kilo drücken. Ne? Und das wohlgemerkt mit unter 90 Kilo. Also ich brauche da auch keinen Bauch für. Ne? Weil der Bauch drückt nichts, das was oder die Muskeln, die drücken, die sitzen woanders. Ne? Das ist die Brust, das ist der Trizeps, das ist
der Rücken, ne, wussten viele auch nicht. Das sind Teile hier vom Bizeps. Das ist alles zur Stabilität. Ne? Wenn einmal ein kleiner Wackler ist, dann könnt ihr den Versuch sofort knicken. Ne? Dann ist, da sind nicht nur zwei, drei Muskelgruppen beteiligt. Das ist eine so komplexe Übung, das glaubst du gar nicht. Ne? Also, das wollte ich noch kurz dazu sagen. Also guckt euch auf jeden Fall dieses Kraftdiagramm an. Ne? Könnt ihr auch, googelt einfach mal Maximalkraft. Ne? Maximalkraft und dann Bild von mir aus. Ne? Könnt ihr bei Google eingeben und dann geht ihr auf Bilder und dann habt ihr überall diese Diagramme. Ne? Und da wird auch richtig fein säuberlich erklärt. Es haben sich Wissenschaftler damit wirklich auseinandergesetzt und alle kommen zu demselben Entschluss. Es hängt alles von der Maximalkraft ab. Ne? Also es lässt sich da wirklich alles draus ableiten. Ne? Es ist wie so eine Art Pyramide und oben steht nun mal die Maximalkraft. Ne? Also wenn hier nichts drin ist, dann könnt ihr alles andere vergessen. Ne? Und was wollte ich noch? Ich habe einen coolen Typen im Internet gefunden. Ne? Fitness Maxi nennt er sich. Also geht da mal drauf. Ne? Der macht ganz coole Videos und kommt auch recht sympathisch rüber. Ne? Ich mache jetzt ein bisschen Werbung für dich. Dann noch einen schönen Gruß nach Luxemburg. Ich konnte bisher leider noch nichts beantworten, aber kommt alles noch. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche euch allen was. Ne? Haut rein und die Videos kommen auf jeden Fall. Jetzt die Tage und dann kommt zumindest die erste Variante und danach folgt auch schnell die zweite. Und dann wollen wir einfach mal gucken, inwiefern ihr euch steigern könnt und das machen wir schon. Ne? Also bis dann, Jungs.